Girl haben im Rahmenstute des Granats, Mutter von Akkord 2. Aus der Zucht von Werner Rolo von Uelzen, Heiko Aschoff in Steinfurt ist hier der Besitzer. Die Reiterin Vanessa Hölscher-Bölting. Die ganze Variationsbreite an Pferden tritt ja auf und immer in vergleichbarer Qualität. Für jeden Reiter offensichtlich das passende Pferd hier am Start und noch in Top-Qualität. Ich sag's vorweg, wir haben bisher auch mit diesem Pferd kein Pferd in der Bewertung unter 8,0. Und das bleibt auch bei dieser Vorstellung von Great Little Girl. Ein Pferd, das nun ganz anders ist, in seinem Rahmen, in seinen Proportionen, demnach zwangsläufig auch in der Art, sich zu bewegen und zu springen, ein sehr kompaktes Pferd, aber mit ganz großem Ehrgeiz ausgestattet, Willen, vorwärts zu gehen,
vielleicht mit etwas eiliger Frequenz zwischendurch, aber es ist eben eine Übersetzung, die man auch mit dem Exterieur des Pferdes ein wenig in Zusammenhang bringen muss. Solch kompakte Pferde sind häufig sehr schöne Gleichgewichtspferde, denen aber so das ganz Großzügige in der Übersetzung nicht gelingen will. Aber hier doch eine sehr behende, flinke Mechanik, sehr gutes Durchspringen der Hintergliedmasse. Sie macht den mangelnden Raumgriff mit Fleiß und Tüchtigkeit und mit guter Mechanik wett. Das gleiche Verhalten, auch am Sprung, sehr ehrgeizig, aufmerksam, auf hohem Tempo, auch recht sicher springend. Der ein oder andere Sprung nicht ganz zu Ende gesprungen, bei Sprung 5 auch etwas abgebrochen, die Kurve. Auch hier ist es so, dass solche Pferde dann manchmal auch das höhere Tempo brauchen, um dann die entsprechende Kurve entwickeln zu können, was dann nicht immer gelingt, wenn die Absprungdistanz nicht optimal ist. Das Pferd im hohen Tempo sicher kontrollierbar, daher in der Rittigkeit. Okay, Grund- und Endnote 8,7. Und damit haben wir auch für Vanessa Hirscher-Böltin und Great Little Girl das Endergebnis 29,0.